Ja, also das war nicht mehr vor Netzwerk und momentan diese Lizenzen einfach, damit ich wirklich alles ohne Bedenken let's playen und kann. Ansonsten, na. Weil, also finanzielle Unterstützung von irgendwelchen Netzwerken. Vielleicht in der Technik mal, aber ansonsten komme ich eigentlich ganz gut zurecht, was finanziell angeht. Naja. Also wie gesagt, um nicht vom Thema komplett abzuweichen, da bin ich glaube ich schon vorbei vom Thema gucken. Schreibt mir einfach in die Kommentare rein, dass ihr mir Nachrichten geschrieben habt und dann ist das wesentlich einfacher für mich, für euch. Und es ist natürlich auch schöner, unter den Kommentaren einfach zu schreiben. Dann tun sich vielleicht noch andere mit reinklinken und so. Da kann man vielleicht mal... Ihr müsst euch immer so vorstellen, entweder ihr schreibt mir, ich möchte mal in dein Let's Play kommen. Oder schreibt es in die Kommentare, ich möchte mal in dein Let's Play kommen. Und dann kann man vielleicht so eine Welle lostreten. Weißt du, wenn ihr das schreibt so, ja, ich hätte mal Lust in dein Let's Play zu kommen. Dann haben vielleicht melden sich vielleicht auch andere unter den Videos und sagen so, ja, ich hätte auch vielleicht mal Lust. Und dann könnte man sich halt wirklich mal sowas wie eine Community-Aktion überlegen. Wenn, sagen wir, eine gewisse Anzahl von Leuten da Lust hat drauf, dann ist natürlich, spricht natürlich nichts dagegen, da mal eine größere Aktion zu starten. Und das finde ich halt angenehmer. Nahrungsmittel. Da waren drei Giftige dabei. So. Hier haben wir noch ein bisschen Zombie-Brain. Zombie-Brain. Und dann wollte ich, bevor ich rausgestürmt bin wie so ein Psychopath, um zu gucken, ob irgendwo coole Viecher sind, wollte ich eigentlich Zäune machen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, habe ich hier überhaupt noch theoretisch gesehen? Ah, genau. Ich will ständig was Neues craften, dabei habe ich noch 1000 Dinge. Dann packe ich das Holz halt wieder rein, ist auch nicht schlimm, dann habe ich halt ein bisschen Holz gemacht. Klack. So, dann gehen wir. Ich hoffe, meine Stimme ist, aber ich habe ja vorher eine Testaufnahme gemacht, war eigentlich ganz gut. Ich muss halt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu laut rede, weil ich halt, wie gesagt, nicht alleine hier wohne. Also in meinem Zimmer schon, aber im Nachbarzimmer wohnen noch Leute. Und, achso, hier habe ich jetzt, ach, hier hatte ich das alle 5, gell. Genau, 4. Nee, 5, 4 ist nur hier gewesen. 1, 2, 3, 4, 5. Ah genau, muss ich das nämlich jetzt hier nochmal wegmachen. Und hier nochmal wegmachen. Dann kommt der hier hin und dann habe ich hier 5 und da habe ich 4 und hier habe ich wieder 5, genau. Jetzt muss ich hier mal schauen, wie ich das hier mache. Jetzt habe ich hier 4 und hier 4. Da könnte ich auf Symmetrie setzen und das so machen wieder drüben und dann mache ich hier jetzt 6. So. So, dann habe ich hier 5 und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Ja, na gut. Ah, gut. Wie war mal jetzt so? 53, also ist schon... Ich werde auf jeden Fall nicht an Grünzeugmangel sterben. Das ist schon mal sicher. Das gefällt mir. Hier hatte ich auch was anders gemacht. Deswegen rufe ich jetzt auch hier nochmal alles raus. Und zwar hatte ich hier einen kleinen Balkon eingebaut. Einen Balkon. Damit ich auch mal Urlaub machen kann. Also Urlaub auf Balkonien ist ja das beliebteste Reiseziel der Welt. Ich frage mich wirklich, warum die meisten Leute immer sagen Urlaub auf Balkonien. Weil, ich meine, war das mal Mode oder ich weiß es nicht. Also ich setze mich nicht auf den Balkon und denke mir, hey, jetzt Urlaub. Ich weiß, dass es nur so ein Spruch ist. Also ich bin jetzt nicht so blöd und raff das nicht. Aber ich meine, irgendwo muss das ja herkommen mit Balkonien. Hat man sich früher wirklich auf den Balkon gesetzt und hat da Urlaub gemacht? Also sich so gedacht, so, oh ja. Toll. Ich bin verwirrt. So, das freundliche Ding packe ich jetzt hier hin. Und dann müssen wir gleich mal rüberschnecken, glaube ich, in die Kopie. Und mal schauen, wie ich das mir gedacht hatte. Einiges hab... jetzt wäre ich hier auf die Fresse geflogen. Da hat sich gerade ein Kaktus gelöst. Man hat das genau gehört. Genau so. Und jetzt kann ich... Gut.
wir müssen einfach den hier machen. Sehr schön. Genau. Ich stehe die ganze Zeit die Webcam jetzt noch an, aber mit Let's Play mache ich ja ungern die Webcam an. Weil das dann so eine Schneiderei ist, weil eine Webcam ist... Ich bin mit Webcam nicht so vertraut, muss ich gestehen. Hier hatte ich das so gemacht, dass ich... Schon mal runter. Hier hatte ich Slabs gemacht. Das weiß ich aus der Kopie noch. Das waren jetzt, glaube ich, nicht genau die Slabs. Das waren, glaube ich, die Half-Slabs, die hellen. Aber ist ja auch vollkommen egal. Soll ja nur gut aussehen. Und das tun beide Arten. Und da ist wieder was kaputt gegangen. Ich glaube, der Verlust ist halt bei der Kaktusfarm sehr hoch. Weil halt die, der Loot, der abfällt, sofort kaputt geht an den Kakteen. Ne, das hatte ich anders gemacht. Das hatte ich, glaube ich... Autsch, das wird das wehtun. Das hatte ich, glaube ich... Moment, da muss ich mal... Ich glaube, ich muss das mal ausleuchten, bevor ich weiter... Ich habe keine... Doch, habe ich noch. Drei Fackeln habe ich noch. Leuchte ich hier mal noch schnell aus, nicht, dass mir jetzt gleich irgendwas entgegenspringt. Freude strahlt. Hey, ich bin auch da. Juhu. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Ich schelm. Es geht bei mir kaputt. Das ist bei mir. So, warte mal. So hatte ich das gemacht. Da muss jetzt zwar ein bisschen Grünzeug dran glauben, aber pff, Grünzeug. Sieh dich um. Da siehst du Grünzeug. So. Ich muss mal ganz ehrlich fragen, also ich hoffe, dass einige Zuschauer darauf antworten werden. Ich hatte mir zufällig gerade, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Achso, ich wollte ein paar interessante... Autsch. Wollte ich... Oh, fuck. Jetzt schön vorsichtig, ich habe kaum noch Leben. Na, jetzt hat sich der Renner gehört. Ich wollte eigentlich mir ein paar interessante Themen für das Play rausruhen, habe dann aber mitgekriegt, dass ich echt recht viel zu erzählen hatte. Und hatte mir dazu gerade bei Mr. Drashpack mal geguckt, was der so labert. Es ist eigentlich nicht so mein Ding, bei solchen Kanälen vorbeizuschauen, aber ich dachte mir gerade einfach so, hey, guck's mal, was da läuft, vielleicht interessiert sich ja ein Thema. Was ist das denn jetzt so? Und da hatte ich, bin ich auf ein Video von dem gestoßen, irgendwie mit, dass der mal gelispelt hat, ganz schlimm, und dass der sich da, Abhilfe geschafft hat, irgendwie. Und da wollte ich jetzt ganz ehrlich mal so an die Community fragen, ich weiß, dass ich, auch lispel. Ich habe auch den Drang zum Lispeln, und ich wollte einfach mal ganz ehrlich, Antwort haben, Frage stellen, Antwort-Fragespiel. Ob das für euch schlimm ist oder ob sich das noch im humanen Bereich befindet. Selbst merkt man es ja ehrlich gesagt nicht so. Darum wäre es ganz cool, wenn es euch stören sollte, wenn ich wirklich so stark lispeln sollte. Ich persönlich habe mich zwar jetzt mal ein bisschen getestet und habe geguckt, ob es funktioniert, und ich habe eigentlich keine Probleme gehabt gerade. Aber wenn, dann müsst ihr das Bescheid sagen, weil wenn ihr da nicht Bescheid sagt, dann kann ich da auch nichts dran ändern, weißt du? Ansonsten werde ich versuchen, wieder ein bisschen Sprachtraining zu machen. Das hatte ich ja schon mal. Ihr wisst vielleicht noch, als ich... Ihr könnt euch einfach meine Aufnahme angucken von der Assassin's Creed 1, wie ich damals geredet habe. Und dann könnt ihr euch meine Aufnahme angucken von heute. Ich habe ja schon öfter Sprachtraining gemacht, so für mich privat. Zum Beispiel einige werden noch die Zeit kennen, die länger dabei sind, wo ich wirklich mal ein Vierteljahr oder so richtig krasse Halsprobleme hatte, wo ich immer so geröchelt habe und sowas. Das war, als ich wirklich extrem krass versucht habe, meine Sprache zu verbessern, dass ich einfach deutlicher und rede.
Das ist zwar, ich muss sagen, im Let's Play spreche ich sehr deutlich. Wenn ich aber so privat spreche, dann bin ich sehr leise immer trotzdem noch. Ups. Weiß nicht, warum ich das, ist, keine Ahnung. Ja, wie gesagt. Wenn ihr da, wenn jetzt irgendwie so störend sein sollte, wenn ich, wenn es wirklich so krass sein, dass ich das nicht mitbekomme, dann schreibt es in die Kommentare und dann, ja, je nachdem, wie viele das die da jetzt, keine Ahnung, macht's einfach. Ja. Was gibt's momentan noch zu sagen? Viele haben sicher von Frankreich gehört, da habe ich ja schon mal drüber geredet. Hat echt gereicht, nicht, dass es reicht. Über das Ding mit Frankreich hat... Ach nee, Gott, das ist falsch, gell? Über das Ding mit Frankreich hatte ich ja schon geredet, habe gesagt, dass es... Das ist, dass ich zwiegespalten bin. Einerseits ist es natürlich tragisch, andererseits hätte wesentlich mehr passieren können, wenn man die ESO kennt. Alter, das sind das. Deswegen bin ich eigentlich froh, muss ich gestehen, dass es nur so wenig war, dass nichts Schlimmeres passiert ist, war das jetzt so. Ja, hab ich so abfangen können, siehst du? Ja. Hier ist jetzt gerade ein bisschen dunkel, da muss ich da auch noch was machen. Aber alles in allen Wegen ist sehr schön, oder? Wie seht ihr das? Ich mache hier immer noch das weg, das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, genau, dieses, was ich, das war so schlimm damals. Es hat sich gebessert mittlerweile. Es ist immer noch ein bisschen ungewohnt, immer wieder, aber es hat sich auf jeden Fall gebessert zu damals. So, dann kann es mal... Die Sticky Sticks können wir hier rein. Auch der Zaun kann... Obwohl der Zaun... War da gerade Fackel? Auch noch zwei Fackel. Ein paar Knochen nehme ich mal mit. Hecke werde ich jetzt brauchen. Birkensetzling klingt gut. Flieder klingt gut. Blumen klingen immer gut. Schwarzeichensetzling bin ich vorsichtig. Weil ich da, wie gesagt, nur drei habe. Das habe ich noch nie gesagt, aber jetzt habe ich es gesagt, dass ich es nie gesagt habe. Und deswegen habe ich es gesagt. Klingt logisch, ist auch logisch. Eigentlich klingt es gar nicht logisch, aber es ist logisch. So, jetzt habe ich mal ein paar Fackeln wieder. Fackeln kann ich dann wieder hier reintun. So, so. Hier ist nicht. Doch, wir könnten eventuell... Haben wir noch. Gut, das soll es eigentlich gewesen sein. Dann schauen wir mal ganz kurz in den anderen Spielstand. Und zwar... Let's Play Welt Garten. Ist das das? Ja, genau. Da habe ich nichts geändert. Ihr seht schon, hier habe ich eine Bibliothek eingebaut. Die kann man sich nochmal anschauen hier. Da ist eine Glaswand. Hier der Turm, der hat sich aufgelöst. Da ist nichts mehr noch. Ach doch, da habe ich eine Treppe hochgemacht. Ach genau. Hier ist jetzt eine Bibliothek entstanden. Die will ich auch noch reinzimmern, weil die sieht schon echt cool aus, wenn man sich das mal anschaut. So. Auch das Dach hat sich ein wenig... Nee, das Dach habe ich gar nicht verändert. Das habe ich, hab ich hier fertiggestellt, das Stück. Ach, guck mal, das habe ich komplett verändert gehabt. Das sah ganz anders aus. Ach so. Das sieht natürlich sehr edel aus, ne? Da müsste ich mal eine Kopie machen oder sowas. Warte, ich leg... Druck. Ich tue mir mal ein Bild davon ausdrucken. Das habe ich natürlich komplett verändert. Ich gucke gerade mal hier, wie es hier aussieht. Das ist natürlich auch was anderes gewesen hier. Da habe ich jetzt hier eine... Hier ist jetzt der, was anderes drin. Das ist aber nicht so schlimm. Das kann ich eventuell auch hier reinpacken. Und hier war so ein Weg. Da ging ich hier rein. Hier lang. Hier sieht es so aus. Ach, hier habe ich auch noch so ein paar Büsche draufgesetzt. Ich habe es halt alles wirklich ein bisschen verändert. Auch das hier habe ich verändert. Das sieht alles. Und hier kann man nochmal gucken. Hier habe ich dann halt probiert, das mit dem Wipper spawnen zu lassen. Und ihr seht schon, das ist voll nach hinten losgegangen. Der hat mir alles zerbombt.
Auch das hier sieht ein bisschen anders aus. Aber an sich ist es ungefähr gleich geblieben. Ja. Genau, okay, da haben wir es aber angeschaut. Und dann gehen wir mal ins Original wieder rein. Das ist natürlich jetzt doof, dass es wirklich so unterschiedlich ist. Wow, ganz ruhig. Was macht die denn hier? Oh, fuck, 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 fuck. Hexen sind echt schlimm. Na gut. Dann brauche ich Eisen. Dann brauche ich Eisen. Also ich würde es echt gern so machen. Ist natürlich sehr aufwendig. Das habe ich alles im Kreativmodus gemacht. Das ging natürlich rasend schnell. Okay, da müssen wir ganz kurz. Also brauche ich auf jeden Fall eine Menge neuen Steinen. So, Stein. Bekommen wir gleich das Eisen, was wir brauchen, das ist auch nicht schlecht.